jetzt kommen wir zur Mannschaftsaufstellung unseres OSC Bremerhaven. Heute im Tor mit der Nummer 13 Niklas Griesmeier, mit der Nummer 8 Maurice Höder, mit der Nummer 10 Mehmet Ali, auch heute wieder unser Kapitän. Mit der Nummer 16 David Weber, mit der 22 Marvin Mutterbach, mit der 33 Marcel Wagner, mit der Nummer 11 Jari Prekalai, mit der 14 heute Daniel Hofmann, unsere Nummer 15 Toni Hennen, mit der Nummer 17 Jan-Niklas Kersten und die 23 trägt Dennis Pleuß. Auf der Ersatzbank nehmen vorerst Platz Jan Sablochny mit der 6, Florian Buglini mit der 20, Torge Wiedenroth, unser Ersatztorhüter, mit der 1, Kilian Hartmann mit der 9 und Sandro Philippa mit der 18. Hauptschiedsrichter der heutigen Partie ist Burak Kücükaslan und Und wir wünschen jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern ein gutes und faires Freundschaftsspiel. Das hat mit dem lassen wir es. Die Uhr. Das wollte ich nur wissen. Thank you.
Geh einfach. Jo. Warum geht das jetzt denn so gar nicht lauter? Dann mach doch mal den Zinsenvogel. Das ist ja pimpfig. Das war die fünfte Spielminute und zwar das 1:0 für den OSC. Torschütze die Nummer 11, Jari Pekalai. Ja, das klappt so nicht. Polen. So wie die da rutschen. Alter, echt. Jo. Mehmet war das, ne? Ja, ja. So, jetzt geht's. Komm, Wagner. Hey, geh, dann geh, dann!
Ja, schön, Toni. Auf Wege! Jetzt! Zeig! 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 Zeig!
ja, aber. Spielminute, wir haben das 2:0 für den OSC, Torschütze Nummer 17, Jan-Niklas Kersten. Trotzdem gut. Ja. Das ist aber allerdings nicht unsere Idee gewesen. Das keine Internas. Thank you.
Spielt er nicht. Weißt du, wie lange die im Training sind? Kannst du nicht da durchstecken? Spielminute. Wir haben das 3:0 für den OSC. Torschütze erneut die Nummer 17, Jan-Niklas Kersten. Weiter.
gut, dass wir noch einmal vorbereitet sind. Ne? Das Problem liegt an der Datei und nicht an, dass das nicht geeignet ist. Das ist das alte Problem von YouTube. Man weiß nie, wie das aufgenommen ist, was die da abspielen. Aber dafür testen wir. Wir können das Ding ja nicht mehr machen. Das da in der Bude abspielen. Daten vermerkt? Gut. Geht aber auch auf den Mann, ne? Außenbahn. Meilenweit abseits.
Achtung, du Scheiße! Ja! Ja! Mehr Da ist aber keiner. Abseits. Was meinst du, wie kann man eigentlich die
41. Spielminute, das ist das 4:0 für den OSC, Torschütze erneut mit der Nummer 17. Ich würde meinen, das ist ein lupenreiner Hattrick. Jan-Niklas Kirsten mit der 17. Zweiten das Vergnügen. Ah, lass den doch nicht so weit reinlaufen, Mensch. Abseits. Platsch.
Güte. Muss man sich solche Dinger erlauben im Freundschaftsspiel? Muss man das? Du bist doch hier nicht der Rüttel von Wien. Das ist hier keiner. Das war der Abpfiff zum Pausentee. Spielstand zwischen dem OSC Bremerhaven und der TSV Wulsdorf 4:0 zur Halbzeit. Wir machen jetzt ein wenig Musik in der Pause. Der Imbiss ist heute leider nicht geöffnet, da müssen wir uns entschuldigen. Ansonsten möchte ich schon mal eine Information durchgeben für das nächste Wochenende. Da haben wir hier unser nächstes Heimspiel, und zwar gegen den SV Drochtersen Assel 2. Das ist die U23, die in der Landesliga Lüneburg spielt. Das Spiel wird am Samstag um 15 Uhr stattfinden. Könnt ihr euch vielleicht schon mal in eure Terminpläne eintragen, wenn ihr Interesse habt. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal ein bisschen Musik.